Der August ist der Monat der Sternschnuppen und wenn ihr noch ein paar Wünsche frei habt, dann schaut unbedingt an diesem Wochenende in den Himmel. Ihr wisst ja, wenn man eine Sternschnuppe sieht, dann darf man sich was wünschen. Denn jetzt im August erreicht der Perseidenstrom seinen Höhepunkt und zwar jetzt an diesem Wochenende und es wird wohl bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde regnen. Das Tolle ist, sie sind in diesem Jahr besonders gut zu sehen und das liegt auch am Mond. Wann und wo die Sternschnuppen zu beobachten sind und noch viel mehr jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Vor allem von Sonntag auf Montag, 12. bis 13. August, werden ganze Schwärme am Himmel aufblitzen. Die Perseiden kommen von dem Kometen 109P Swift Tuttle, der die Sonne alle 133 Jahre umkreist. Jährlich, nämlich am 12. August, kreuzt uns seine Drecksspur, also der Kometenstaub, den er im Weltall hinterlässt. Diese Nacht kann man sich als Sterngucker also in jedem Jahr dick im Kalender markieren. Der Komet wurde 1862 entdeckt und seine Umlaufbahn um die Sonne braucht eben 133 Jahre. Mit 252.000 Kilometern pro Stunde dringt sein Kometenstaub in die Lufthülle der Erde ein. Die Luft erhitzt sich auf mehr als 3000 Grad, denn der Partikelsturm presst sie so stark zusammen. Die Perseiden gehören zu den schnellsten Sternschnuppen überhaupt. Sternschnuppen entstehen ja, wenn die Erde durch diese Trümmerwolke des Kometen fliegt. Und die Kometenpartikel, die dann in die Atmosphäre gelangen, sind etwa so klein wie ein Stecknadelkopf. Und dabei verglühen diese Stecknadelköpfe spektakulär. Die Perseiden sind schon seit Mitte Juli unterwegs und werden es auch noch rund anderthalb Wochen sein, nämlich bis zum 24. August. Von Sonntag auf Montag können es bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sein. Und das ist das absolute traditionelle Maximum. In den Tagen vorher und nachher flitzen aber auch immerhin noch bis zu 50 Sternschnuppen pro Stunde übers Firmament. Dass der Meteorschauer der Perseiden besonders gigantisch ist, liegt übrigens daran, dass der Komet schon so oft um die Sonne gekreist ist. Dabei hat er mehr als nur eine Spur hinterlassen und die sorgen dafür, diese Spuren, dass wir so besonders viele Sternschnuppen über so einen langen Zeitraum hinweg beobachten können. Fachleute rechnen sogar damit, dass auch einige besonders helle Lichtkugeln dabei sein werden. Diese Boliden können in ihrer Lichtstärke sogar den Mond übertreffen. Ja, wie auch schon beim Blutmond vor zwei Wochen empfiehlt es sich, den Sternschnuppenregen an einem möglichst dunklen Ort zu verfolgen, also am besten weit weg von hellen Lichtquellen. Die beste Zeit für die Beobachtung sind die späten Abendstunden und die frühen Morgenstunden. Das Maximum der Perseiden beginnt 2018 am 12. August ab 22 Uhr abends und dauert die ganze Nacht. Ab etwa halb fünf morgens wird es dann etwas zu hell sein, um sie gut beobachten zu können. Super für alle Sternschnuppenfans ist das Mondlicht in diesem Jahr, denn seine dünne Sichel, die geht schon 21.30 Uhr unter. Wichtig ist dann ein Platz mit freier Sicht nach Nordost. Aber insgesamt solltet ihr den ganzen Himmel im Blick haben, denn die Perseiden flitzen weit über den Sternenhimmel. Manche treten auch erst im Südwesten in die Atmosphäre ein. Falls ihr fotografieren wollt, braucht ihr echt ein bisschen Zeit und Geduld, ehe das gut klappen wird, denn Sternschnuppen können bis zu 70 Kilometer pro Sekunde damit super schnell sein. Das sind 252.000 Kilometer pro Stunde. Wow, ja, wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren, dafür hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen und hier geht's weiter mit dafür auch draufklicken, kam Leben von Kometen auf die Erde, bis dann, bleibt dran.